viel Abstand wie möglich zu anderen Autos halten. Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Deine Position zurück. Es gelten die Safety-Car-Regeln. Wir dürfen nicht überholen. Zurück an deine Position.
einer Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Das ist deine letzte Chance, die Strafe anzutreten. Komm diese Runde an die Box oder wir werden disqualifiziert. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,4 Sekunden.
tiefe Leistung. Reifen Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Beträgt 6,1 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1,26,5. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell.
Losfahren! Losfahren! Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Änderung in ungefähr 5 Minuten. Sei wachsam.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 13,2 Sekunden. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir raten dir, auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Abstand zum Teamkollegen beträgt 33,3 Sekunden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,7 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.